Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. In der letzten Folge sind wir in das Grab von Helm Gelmir gekommen und erkunden... Oh mein... Oh Jesus, es ist dieses Rad. Oh nein. Okay, wie weit kommt das nach oben? Sehr weit. Scheiße. Und Skelette gibt es hier auch noch. Oh, bitte, was? Ich lebe noch. Man ist kein One-Hit von dem Dieb. How? Ich sehe dich. Jesus. Oh. Erstens ducken. Okay, da nach unten fährt das Ding schon eine ganze Weile jetzt. Aber halt nur bis hier. Aber wohin? Da links. Denke ich mal. Oha! Wow. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Okay, da wird es auch nach unten gehen. Jetzt rennt nicht mal, ihr seid echt schlecht. Das Ding ist, ich warte, also ich, in dem Ding war ich hier tatsächlich noch nicht. Man könnte da nach unten. Und da unten hört auch der normale Weg auf, lol. Und hier sind Grabweilchen. Oh! Okay, Gräbertal Lilie 7 und hier geht es auch gerade lang. Normale Arbeiter! Und Pagen. Mit explodierenden Bolzen oder was? Oh, ich hätte. Wäre ich salty, hätte der mich jetzt noch getroffen. Irgendwas hat mich getroffen. Ich bezweifle, dass es das hier war. Ah, Jesus. Warum nervst du denn so? Gräbertalilie 6, Overfrucht. So. Ich kann mich ein bisschen heilen. Da oben ist sehr heftig viel Feuer. Hier unten dann eine Gräbertalilien. Und das ist doch halt hier Elden Ring. Und ich kenne doch diese Orte unter der Treppe. Da muss doch irgendwo eine geheime Wand sein. Warum schaut ihr so in die Flamme? Seid ihr fasziniert von der Flame? Flame, hier Flame. Die macht dir ja nicht mal Schaden. Dreck. Cheating ist das. Tschüss. So. Nicht vergessen. Spring auf diesem Ding, löst es auch aus. Da ist Loot. Was bedeutet, hier ist auch ein... Eine Falle? Eigentlich? Immer? Ja. Fucking told you so. Au! Jesus. Ich muss mich irgendwie noch ein bisschen an die Reichweite von dem Schwert gewöhnen. Man könnte auch nach oben gehen. Jetzt kommt direkt hier an. Hierhin kann man gehen. Das ist ein Skelett. Es wird niemals nicht witzig sein.
wenn die Skelette von dem Ding halt mitgenommen werden. Man könnte da anscheinend auch runterspringen. Halleluja! Wir versuchen. Das war knapp. Wow. Gut, wir brauchen irgendeinen Loot, um den Weg zu weisen, wahrscheinlich. Was, safe? Gibt es hier so tausend Geheimnisse, von denen ich keine Ahnung habe? Ein Blutunterdrücker oder? What is it? Ja, ein Blutunterdrücker. Bam! Brenn! Warum ist das so stark? Jesus. Bluthundritter-Rüstung. Ah! Gelmir-Ritter. Jesus, das ist ja einiges. Ein Metallhelm mit spitzem Schnabel. Stammt von einem der Bluthundritter. Die Bluthundritter sind erfahrene Jäger. Und niemand kann diese Fährtenleser entkommen. Ohne ein Wort zu sprechen, wählt jeder Ritter seinen eigenen Herrn aus. Ist die Entscheidung erst getroffen, bleibt der Ritter seinem Herr ein Leben lang treu. Und Gelmir Ritterhelm? Ein Helm der Ritter, die einst Prätor Rykard die Treue hielten. Der Kamm aus roten Federn ist ein Symbol für Rykards Abstammung. Immerhin ist er der Sohn von Fürst Radogar. Ah, okay, von dem Dude. Eine Metallrüstung mit erforscht dem Brustpanzerstoff und dem... Ja. Ihr Emblem trägt heute niemand mehr, da es für einen Fürsten steht, dessen hohe Ambition in lüsterne Verdorbenheit umschlug. Und so wie dieser Fürst seine Würde verlor, verloren die Ritter ihren Herren. Ich könnte aber... Es hat weniger Resistenz gegen den Rest hier, ne? Aber mehr gegen physischen Damage. Aber jetzt auch nicht viel. Ich lasse es doch lieber. Und das sieht hier schneesig aus. Okay, zwei Rüstungssets direkt. Damn. Das klingt so, als ob hier direkt der Dingens wäre. Auch so ein... Oh my Jesus, fuck me. Sideways. Oh mein Gott. Es ist sehr angstentflößend. Aber warte mal, ist das nicht dann direkt... Ja, okay. Man kann es quasi immer wieder versuchen. Irgendwas ist gestorben. Irgendwas wollte mich haben. Dim, 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 die leider... Oh, Jesus. Okay. 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 Ich habe da, glaube ich, einen Ort gesehen, wo ich hin muss. Aber schön, dass die mich wenigstens nicht one-shotten. Die Dinger. Dahin. Halleluja. Das war vielleicht ein bisschen dämlich von mir, aber auf. Ich hab's geschafft. Was finde ich denn hier? Ich würde schon sagen, wenn das jetzt hier mit einem von einem Gerät verschlossen ist, ich würde mich jetzt sehr ärgern. Komm, gib mir dann doch wenigstens eine Marikas Statue. Ja, okay, hier ist sie. Ist hier noch irgendwo Loot? Irgendwo Loot? Irgendwo Loot? Nein. So, was erwartet uns denn hier für ein Boss? Hellnarbter roter Wolf. Oh. The third one. Au, aber du hast kein Schwert. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, der andere hat es auch nicht so. Au. Oh.
Oh, ja, Feuer schmeckt ja auch nicht. Danke, kannst du mal ein bisschen chillen, Bruder. Ja, scheiße, nicht übermütig werden. Schwarze Flamme wird dem wahrscheinlich auch wehtun, aber... Das geht auch so. Asche des Blut- und Rinders Floh. Oh. Und eine Truhe mit... Todeswurzel. Ja, Mann. Okay, wir sind genau unter Haus Vulkan. Ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt hierhin zum Refugium der Bestien und talken mal mit dem Dude und geben ihm seine Todeswurzel. Hi. Ich habe nur eine, es tut mir leid. Schrei der Bestie. Natürlich bringe ich dir mehr. Lieber Dude. Ich gehe mal ganz kurz zur Roundtable Hulde. Ich bezweifle, dass da gerade irgendetwas Neues für mich ist, aber... Ich gehe mal. Beziehungsweise erstmal steige ich eine Stufe auf, wenn es mir erlaubt. Yes. 49.000 brauche ich jetzt fürs nächste Level. Das ist schon einiges. Also, euch ist allen scheißegal, dass ich jetzt mich Haus Vulkan verschworen habe. Okay. Hast du irgendwas zu sagen? Okay. Entschuldigung. Die werden mir nichts verkaufen können. Oder nichts zu verkaufen haben, so rum eher. Hallo, hallo, hallo. Kannst du... Ich würde jetzt super gerne wissen, was jetzt mit dir los ist, Nefelilu. In this ash, it reminds me. Ja, it reminds you of your first hawk. Ethan Hawking, oder was? Ja, du hast dich für tot gehalten. Waffe verstärken. Ja, Schmiedestein 8. Dunkle Schmiedestein fehlt mir. Das ist okay. Alright. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter ins altes Plateau gehen, auch wenn das halt super schön ist, gehen wir mal wirklich ein wenig hier erforschen. Ja, von hier könnten wir dahin gehen. Weil bevor wir das irgendwie komplett ignorieren oder vergessen. Ich meine, für das Gebiet sind wir wahrscheinlich schon sowieso viel zu stark und dann wären wir halt noch stärker. Und das muss ja nicht sein, wenn wir ein Gebiet haben, was leicht ist. Das ist ja Elden Ring. It's not supposed to be easy. Ach. Und ein bisschen schöne, frische Natur, frischer Wald, goldschimmernder Kot. Das Leben auf dem Land, ne? Ach ja, hier war die Flamme, die mich wahnsinnig gemacht hat. Und hier sind viele Ratten. Die Flamme scheint halt so sporadisch. Ah, wow. Ich glaube, sie schadet gerade meinem Torrent und nicht mir. Okay, es ist halt genau hier. An diesem Turm. Die crazy... Okay, dahin ist eine Grace. Ich sehe. Warten wir mal kurz ab, bis das weg ist. So. Und jetzt. Turm der rasenden Flamme.
Kein Runenbogen? Enttäuschend. Kann ich das denn hier ausstellen? Oder ist das jetzt basically Selbstmord, was ich hier mache? Eine Truhe. Chabriris Geheuer. Diese eine Lady wollte doch Chabriri Dingens haben. Zerstörung. Ruhe. Rache anbieten. Okay, das Ding ist wahrscheinlich jetzt wirklich fort, aber. Gewähr mir stimmt. Erst einmal den hier noch. Der Geist eines Bluthundritters, den sie den tollwütigen Spreunern nannten. Er greift sofort und ohne Unterlass an, nachdem er herbeigerufen wurde. Flo legte den Schwur ab, nur um einen einzigen Gebieter dienen zu wollen. Einem wahren König. Und so kam es, dass der tollwütige Streuner nie einen Herren fand. Ah, es gab nie einen wahren König, weil es halt immer die Demigods gab. Und die sich immer gebieft haben. Da. Eine Anrufung der unerträglichen Dreifinger entfesselt einen schrecklichen Schrei, der Gegner in der Nähe in den Wahnsinn treibt. Diese Anrufung belastet auch den Zaubernden mit Wahnsinn und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass seine Gegner ihn anvisieren. Es heißt, die Krankheit der rasenden Flamme habe mit Chabriri begonnen, dem meistgeschmähten Mann der Geschichte. Warum gibt es dann Chabriri Grapes? Die wie Augen aussehen? Complicated Lore Stuff. Oh je. Das wäre jetzt fast Selbstmord gewesen. Das wäre peinlich. Ach, wie peinlich. Damn, das ist eine riesige Ruine. Eine Grace. Und so ein Turm, wo sehr wahrscheinlich so ein Speicher ist, aber irgendwie. Einen Moment mal, ich erkenn's doch. Ja! Eine, wo sich der Abdruck eines schwarzen Messers befindet. Okay, wahrscheinlich hätte ich das für Fias Quest gebraucht. Aber hier! In diesem Graben. Da unten. Da muss ein Dungeon sein, wo es dieses Messer gibt. Haha! Oh, ich bin so gut. Ein karianischer Riese. Ich hoffe, ich kann an dem vorbei. Ja, kann ich. Konvertierter Randturm. Möge die Gelehrsamkeit den Weg erleuchten. Ihr müsst das Rätsel lösen, um einzutreten. Kopf voraus benötigt und dann Geste. Habe ich diese Geste? Das sieht irgendwie nicht so aus, ne? Oder? Ach, Gelehrsamkeit! Oder jetzt ausprobieren. Warte mal, ich performe die mal hier. Das hat jetzt nichts gemacht. Genau hier vor. Kopf voraus. Aber was für ein Kopf denn? Ja, okay. Ich glaube, das ist dann erstmal nicht für uns. Und ich meine, sehr wahrscheinlich ist hier oben auch nur ein Speicherstein. Also nichts Weltbewegendes. Kristallwurffall. Auch wenn natürlich Speichersteine schön sind. Die sind richtig schön. Fucking beautiful. Federtierfuß mit vier Zehen.
Da unten. Da hinten gibt es einen Weg nach unten. Wow. Da hinten gibt es einen Weg nach unten. Und da hinten oder da vorne geht es einen Weg nach oben. Hier. Zack. 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 Und... Lame. Okay. Ja, ich erinnere mich. Also, was heißt erinnere? Hier ist schwarzer Assassinen-Messenabdruck. Katakomben der schwarzen Klinge. Well, well, well. Och Mann, wie ärgerlich, dass ich vier getötet habe, wirklich. Das Auge der Bestie zittert. Okay, hier ist noch mehr Todeswurzel. Okay, klar, vier war ja Teil davon. Der Wesen, die im Tode leben. Aber, was hier in der Katakombe der schwarzen Assassinen ist, erfahren wir in der nächsten Folge Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.